Aloha und weiter im Text mit den Sims 3 und unseren beiden weisen Zwillingen. Klammer Jason ja absichtlich so ein bisschen aus. Ich muss mal kurz am Mikrofon drehen. So, ja, weil Jason ja eine Adoptivfamilie hat und die beiden halt nicht. Muss man halt alles so ein bisschen differenzieren. Ich spule mal ein bisschen vor. Da ich ja wieder schlauerweise genau dann die Aufnahmepause gemacht habe, wenn ich meine Sims ins Bett schicke. Aber das macht ja nichts. Ach, die zwei. In 15 Tagen sind sie erwachsen und können dann auch richtig arbeiten gehen. Uiuiuiui. Aber ich muss dazu sagen, dass die Arbeiten, die sie hier verrichten, ja auch nicht schlecht sind, ne? Also wenn er... Oh, Wochenende. Cool. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und auch gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Gut, sie geht dann... Oh, Rebecca hat einen schlechten Tag. Das ist nicht gut. Okay, ich möchte erstmal, dass du einen Tabcast hörst. Und zwar den, den ich eben ausgewählt habe. Okay. Dann kümmerst du dich um die Wäsche. Kannst dann dein Bett machen und Frühstück servieren. Ja. Oh Mann, Mädchen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Dann servierst du zuerst Frühstück und machst danach die Wäsche. Ist in Ordnung. Ist okay. Ich glaube, das hing so ein bisschen mit dem Tabcast zusammen. So, er wacht auch gleich auf. Dann rennen wir mal noch ein bisschen nach vorn. Huch. Ah, Frühlingsfieber. Moment. Frühlingsfieber, Baby. Frühlingstanzfieber, um genau zu sein. Tai wurde zum König des Frühlingstanzes gekürt. Seine Belohnung wird per Post zugestellt. Und Käthe. Ah ja. Also nicht wir. Das heißt, wir müssen beim Frühlingsfest tanzen. Damit wir eine Belohnung kriegen. Das ist ja interessant. Okay, er macht ein bisschen sauber und kann dann aufs Klo gehen. Bei ihr mache ich das mal kurz weg, weil sie hoffentlich zuerst ans Essen denkt. Nämlich eben nicht. Das dachte ich mir schon. So. Malerei will sie perfektionieren. Das kann sie machen. Aber zuerst wäscht sie bitte dann die Wäsche. Wohl. Naja, ihr könnt ja erstmal noch ein bisschen fernsehen, ne? Jo, finde ich auch. Ja, er soll ja auch kein Nerd sein. Er soll ja eigentlich ein Sportler werden. Eigentlich, ne? Aber wer interessiert sich schon für das, was ich mit meinen Sims vorhabe? Ich. Ne, so ein bisschen. Oh, was ist das? Nach Sperrstunde wollte sie draußen bleiben. Ah ja. Kochkanal einschalten. Schön, wie sie sich die Zähnchen putzen, nicht wahr? So, er räumt noch ein bisschen auf, weil das normalerweise immer seine Schwester macht. Kann er ja diesmal ein bisschen was im Haushalt tun. So, umschalten auf, ran an den Herd. Oh.
Kannst du noch ein bisschen mitgucken? Mach mal erstmal hier das Kochen. So, dann kannst du... Nein, du guckst noch mit. Ich möchte, dass sich deine Kochenfähigkeit noch ein bisschen erhöht. Mäuselchen. Komm schon. Yes. Okay. Ja. Meckert ruhig so lang ihr wollt. Das ist mir so egal. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Er kann ja nochmal den Hochschuleignungstest ablegen, weil er ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr gemacht hat, außer dem, was er schon hatte. Und dann kann er ja mal seine Freundin anrufen und um eine Verabredung bitten. Ich meine, es ist Samstag. Ne? Da kann man doch auch mal ein bisschen was Cooles machen. Okay, dann kann sie hier das mal säubern. Das ist alles in Ordnung. Und dann ihr Buch weiterschreiben. Hui! Cool, Vollstipendium erhalten. Jim Holt erhält 2500 Simoleons pro Semester, wenn er sich das nächste Mal an der Universität einschreibt. Ah, da geht noch mehr. Kommunikation? Gar nichts. Ah ja. Ehrenpreis für Sport? Aha. Ehrenpreis für Technik? Nachwuchspreis für Wirtschaft? Ah ja. Und das wäre? Merkmale? Fähigkeiten. Mixologie. Ah ja. Oh ja, geht doch. Huch! Gott. Da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf. Okay. Wo können wir denn mal mit ihr hingehen? Wir gehen mal mit ihr aufs Frühlingsfest wieder. Ist doch auch schön. Jo. Zum Moment, du lernst noch mal fotografieren und kannst dann weiterschreiben. Und sie will malen und schreiben. Okay. Die ist in Ordnung. Huch! Dieses Auto! Wow! Jo. Sie ist beschäftigt, dann können wir uns jetzt erstmal komplett um ihn hier kümmern. Diese verbogene Antenne ist ja auch süß, ne? So ein bisschen zumindest. Hui! Wir fahren zum Frühlingsfest zu einer Verabredung. Tralalalala. Und das Auto verreckt uns fast. So. Okay, also es geht aber nicht, dass hier China-Musik läuft. Das finde ich aber nicht schön. Nicht, weil ich was gegen China habe, aber das hat irgendwie so gar nichts Festliches, so. Ihr wisst, was ich meine. Oh, die Lingolds sind hier. Babsi. Und wow, ihr Vorbau sah... Okay. Der sah gerade ein bisschen sehr krass aus. Ibihana, Zoom Dab Deep, Smeet, Smorgy Gord. Ma, Dani. Aha. Ich will mal kurz was gucken. Nur ganz kurz. Ja, rein theoretisch könnte man sie sogar schwängern. Will ich gar nicht, aber... Nee, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber man könnte es anscheinend. Ah, da ist ein Käfer. Die fangen wir mal ein. Und dann
werden wir mal Eier suchen. Ah. Er will einen Film gucken. Schon wild, ne? Och Mann, der Kerl sammelt uns die ganzen Eier weg. Wobei mich jetzt mal... Rebecca hat beim Verlag ein paar Kapitel eingereicht und 35 Simoleons erhalten. Das ist schön. Die werden wir jetzt wahrscheinlich gleich ausgeben, weil wir mit unserer Freundin ins Kino gehen. Würde ich mal vermuten. Film mit Verabredung sehen. Show ist fast vorbei. Und dann können wir uns das auch sparen. Wo ist denn meine Verabredung? Würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren. Ach, da vorne. Hm? Was machst du denn? Und warum wächst hier aus dem Boden ein Pilz, also aus dem Steinboden? Ist das hier? Eine Karotte, die können wir dann eigentlich mal nehmen. Oh. 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 Ach nee, das ist Raphael Lingold. Was meckerst du? Wie siehst du überhaupt aus? Ah ja. Kannst du mit deiner Verabredung hier hingehen? Hm. Gemeinsam lernen. Nee, das musst du jetzt nicht machen. Toll, jetzt sitzt er da einfach so rum. Das verspricht eine wunderschöne Verabredung zu werden. Aber sie hat ja Spaß. Hat ja niemand gesagt, dass sie mit ihm Spaß haben muss. Herzchen, wie weit bist denn du mit deinem Roman? Zeig mal. Was ist das denn? Nehmen wir mit. Naja, so weit jetzt noch nicht, aber... Es war anscheinend eine Luftmatratze. Nina Lingold. Du lachst deine Tochter aus? Was bist du denn für eine Mutter? Gibt's ja nicht. Knoblauch, Pommes. Nimm mal ein Marshmallow-Häschen. So. Ja, deine Verabredung solltest du anschnauzen. Das ist immer die beste Möglichkeit, überhaupt irgendwie schöne Sachen zu erreichen. Ah ja, sie kommt. Sehr schön. Ah, bitten in die Sterne zu schauen. So, den Käfer verkaufen wir mal. Wunderbar. Ja, ich finde das so voll cool, wenn man die Sterne gucken könnte. Ah ja, Sterne finde ich gut. Sterne finde ich gut. Können wir machen. Wollten wir nicht in die... Ah ja, jetzt gucken wir in die Sterne. Oh, Tim Lingold. Was passiert denn hier gerade? Oh. Ups, das, Oh. Jetzt erzählen die sich bestimmt voll schmutzige Sachen. Ja, ja, es ist mir schon klar, was ihr hier wieder plant, ihr beiden. Hm.
Muss er gar nicht so unschuldig gucken. Aber seine Augen sind schon so... Also wenn ich seine Augen sehe, muss ich schon an Galinda denken. Aber bei ihr ist es noch krasser. Vor allem das Süße ist ja, er will ja Wissenschaftler... Oh, hallo! Er will ja Wissenschaftler werden. Das heißt, rein theoretisch könnte man sich vorstellen, wer ihr gerade den Sternenhimmel erklärt. Romantisch. So, dann könnt ihr jetzt eigentlich noch ein bisschen zusammen tanzen. Eignungstestergebnisse zeigen, warum nicht? Dann kannst du deine Freunde noch ein bisschen kennenlernen. Guck mal. Oh, du bist intelligent. Das freut mich so sehr. So, vielleicht kann ich sie ja dann dazu bringen, auch dahin zu gehen und noch ein bisschen mit ihm zu tanzen. Ja, redet er über seine Schwester. Jo, das funktioniert. Was, ist hier kalt? Oh, was für ein bezaubernder und romantischer Abend. Schön. Ich werde langsam müde. Ich sollte mich auf den Heimweg machen. Ah ja. Ihr könnt ja mal... Ja, ihr könnt doch auch mal zusammen tanzen. Babsi Lingold und... Monsieur. Na? Na komm. Oh, Jelgo Band. Ich muss mal ganz kurz intervenieren. Da könnt ihr auch gern dabei sein. Wir betreten jetzt mal mit ihr kurz den Umstyling-Raum und verpassen ihr wenigstens eine andere Frisur. Weil die finde ich gerade so unglaublich furchtbar. Ja. Die ist viel besser. Sie guckt so böse, ne? Ich hab's gleich. Nein. Nein. Hier, das ist doch hübsch. Ja, das passt zu ihrem bösen Blick. Ich wollte jetzt nicht groß irgendwas ändern, aber die Haare wollte ich einfach ändern, weil ich die persönlich so grauenhaft fand, dass ich das nicht akzeptieren konnte. So, sieht sie doch gleich ganz anders aus. Ah ja, und sobald wir hier anfangen zu tanzen, kommen die ganzen Leute an und wollen auch tanzen. Ah ja. So sieht's also aus mit dem Gruppenzwang. So, Schätzchen. Wie sieht's denn mit dir und deinem Buch aus? Wirst du heute fertig? Weil dann würde ich noch ein Momentchen warten. Nee, du wirst heute nicht mehr fertig. Dann kannst du auch aufhören. So, dann kannst du jetzt deinen Herbstsalat essen. Duschen, Zähne putzen und dann gleich in die Falle. Vorher kannst du aber noch Tabcast anschmeißen. Und dann ins Bett. Hab's falsches Bett. Okay, er muss aufs Klo. Das kann er eigentlich da noch machen. Ups. Schön. Und ihm ist kalt. Was ist das hier? Ach so, auf die Universität vorbereitet. Okay. Geh mal hier bitte hin. Er möchte sich aufwärmen, das kann er machen. Ich wäre nur sehr glücklich, wenn er hier... Darf er hier nicht mehr aufs Klo, weil jetzt geschlossen ist? Anscheinend. Na gut. Okay,
Ihre Stimmungsschwankungen sind vorbei. Das ist schön. Hunger hat er keinen mehr. Kann er schon mal Zähne putzen und dann sollte er eigentlich... Jo, das geht. Gut, dann funktioniert das nicht. Schade.